Emerald 2 in der Bank, yes, Sirski! Aber hier soll es ja auch nicht um meinen phänomenalen Rank-Grind gehen, sondern um Zac Toplane. Seit Patch 14.2 tatsächlich ein sehr starker Pick und hier wollen wir mal einem Grandmaster-Elo-Spieler über die Schulter schauen, wie das denn so funktioniert. Wir können ja mal nach einem spannenden KDA-Game schauen. Sein Bild ist auf jeden Fall wild mit Anathema's Chains. Ein Item, was ziemlich wenige noch kaufen. Das sieht eigentlich gut aus von der KDA her. Top Steve, okay. Runen könnt ihr hier wieder nachbauen und ich würde sagen, wir jumpen auch direkt rein. Zac ist ein sehr beliebter Champion. Warum ist er Toplane besser als im Jungle? Also Toplane habt ihr mehr Ressourcen. Und so ein scalender Tank ist tatsächlich ziemlich gut, weil was ihr mit Zac dann machen könnt, ist in diese Teamfights reinjumpen und alles zu dominieren. Gerade so Fights um Objectives, wo wenig Platz ist, ja, da scheint Zac wie die Sonne am Strand von Mallorca. So schaut's nämlich aus. Wir könnten ja mal das Scoreboard noch aufrufen. Und dann nochmal gucken wegen dem Audio, ob das so passt. Ja, das ist perfekt eingestellt. Nice. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir auf plus 2 gestellt. Ja, Illaoi ist allerdings ein schwieriges Matchup, muss ich sagen. Illaoi ist ein absoluter Tankzerstörer. Ja, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr Toplane spielt. Kann sehr schnell schief gehen, ja. Kann sehr schnell schief gehen. Ich kann ja gerne nochmal die Fähigkeiten von Zac erklären. Die Passive ist richtig geil. Alle 5 Minuten ist Zac einmal unkillable und geht dann in seine kleinen Schleim. Ja, wie nennt man das? Blobs. Genau, in seine kleinen Blobs. Früher konnte man auch auf die TP'en, sodass der unsterblich ist. Ich bin mir nicht und dann 100% wiederbelebt wird. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Kann aber sein, also ein Teammate konnte drauf TP'en, dann ist er so 100% wieder zusammengegangen. Genau diese Blobs, wenn er einmal down geht, gehen dann so zusammen. Wenn das funktioniert, wird er halt wiederbelebt. Alle 5 Minuten hat er diese Passive, was sehr stark ist. Dann das Q ist wahrscheinlich der schwierigste Skill von Zac. Da müsst ihr einmal einen anklatschen mit eurem Schleimarm. Aber das alleine macht nicht viel. Hier, das war eben das Q, was ihr gesehen habt. Dann müsst ihr den so gegen den anderen Feind ziehen. Aber das geht nicht gegen alles. Zum Beispiel gegen Strukturen und Türme geht's nicht. Aber ihr könnt Champion gegen Champion klatschen, Champion gegen Minion, Champion gegen Ward sogar, wenn ihr den so aufgedeckt habt. Also da gibt's einige Sachen, die man da machen kann. Und das stunt den halt und knockt den so zusammen. So, W ist dann ein Damage-Tool. Das macht Prozent Max Health Damage. Und so könnt ihr eure Gegner halt langsam downgrinden mit dem W sozusagen. Hier, und Zac ist auch lustig, der wird immer kleiner, je weniger Leben der hat. Das ist auch irgendwie random. Aber it is what it is. Manche Sachen sind halt random. Naja. Genau, dann haben wir noch das E, das ist der Main Engage. Da zieht er sich so... ja, nach hinten und ihr könnt dann relativ weit fliegen mit Zac. Das ist eine relativ praktische Sache, würde ich sagen. Weil das natürlich für den Engage sehr, sehr gut ist. Dann haben wir noch die Ultimate, die knockt alle ab. Also Knock-Up kennt ihr ja, die fliegen dann kurz hoch, wie da eben gesehen. Und Zac ist wirklich eine Crowd-Control-Machine, muss ich sagen. Toplane hat den Vorteil, dass ihr mehr Ressourcen bekommt. Im Jungle jetzt wirklich viel Level und XP zu bekommen, ist schwierig heutzutage. Das geht nicht mehr ganz so einfach. Aber auf Toplane habt ihr halt sehr, sehr viele Ressourcen für euch. Ihr werdet dann sehr schnell sehr tanky und es führt dazu, dass ihr halt einfach problemlos in diese Teamfights jumpen könnt, alle wegschleimen könnt sozusagen, ja. Also Zac ist Patch 14.2, gerade Toplane, tatsächlich einer der besten Picks. Wie man sieht, sehr strong, sehr strong. Nee, das ist halt Illaoi. Illaoi ist ein Tank-Counter, habe ich ja schon in diesem Arena-Video erklärt, weil die einfach sehr viel Prozent-Damage machen. Ja. Dementsprechend müsst ihr bei dem Matchup ein bisschen aufpassen. Idealerweise spielt ihr mit Zac Top gegen so einen Bruiser, der nicht viel kann.
Das wäre dann sowas wie, ja, was wäre denn das? Jax im Early Game kann euch gar nichts anhaben. Wer noch? So typische Fighter-Champions macht ihr meistens fertig, weil ihr scaled besser als die. Ja, sowas wie Garen, Darius, Jax, alles sowas macht ihr fertig mit Zac. Und der ist als erstes Anathema's Chains gegangen. Das ist tatsächlich interessant. Kann man sehen, auf wen er das angewendet hat? This unit has a vendetta. Na, wahrscheinlich auf Illao, ja, der ist angewendet. Das wäre lustig, wenn er es so auf seinen Toplane-Gegner anwendet. Es kann tatsächlich sein. Es kann tatsächlich sein, dass er es auf Illaoi angewendet hat. Ich gehe mal. Ja, der hat es auf Illaoi angewendet. Das ist ja witzig. Und der macht wirklich viel weniger Damage dadurch. Also, das ist der Sinn von diesem Anathema's Chains. Das reduziert den Damage, aber ihr kriegt auch Tenacity. Also, ihr könnt dann weniger effektiv gestunt werden, was auch sehr, sehr strong ist, natürlich. Ja. Man muss sagen, die Early Laning Phase war eher ruhig. Der steht jetzt 003. Die Kills hat Vi genommen. Ist auch ganz gut, würde ich sagen. Der Recall ist ja geil. Und wenn ihr wirklich leichte Wins holen wollt, Zac Toplane ist Patch 14.2 wirklich broken. Zac Jungle ist auch wieder ein bisschen besser geworden. Aber Zac Toplane ist statistisch betrachtet richtig gute Wahl. Ja, also da könnt ihr wirklich reinballern. Ist auch lustig, dass er direkt Anti-Heal gekauft hat. Bin ich mal gespannt, welches Item er das verwandelt. Aber er handelt so ein Matchup gut, weil Illaoi kann Tanks auch komplett zerstören, wenn der gut spielt. Aber der spielt zu passiv, der spielt zu weit zurück. Und vielleicht hätte er auch Conqueror mitnehmen sollen gegen Tanks und nicht Grasp. Conqueror ist besser dann so in diesen längeren Phasen. Deswegen Sasa Illaoi Build, aber ne. Und Zac ist halt wirklich perfekt bei so Drake-Fights, alles wo so enges Terrain ist, wo er reinjumpt, alles stunnen kann. Oder er macht Illaoi solo fertig als Tank. Na klar. My top always feeds. Stronger Name auf jeden Fall. Pömpelpeter haben die einfach mal. Pömpelpeter, ey. Oh je, wie ne. Der alte Pömpelpeter wieder am Start hier. Dieser Recoil, Alter, was ist das? Wild, naja, so ja. Also der Item-Build ist wirklich unique mit diesem Anathema's Chains Rush. Und das auf den Laner so zu machen, das ist sehr ungewöhnlich, aber ich meine, der ist Grandmaster. Das sind halt die Advanced-Strategien, könnt ihr auch mal ausprobieren. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Und Zac ist auch sehr gut in so Roams. Ihr seht, er kann mit dem E dann sehr gut jumpen. Da hatten die ein Ward. Jetzt geht er zum Drake. Das ist riskant, weil Lowy macht jetzt seinen Turm einfach kaputt. Ich hoffe, er kriegt was aus dem Roam, sonst war es schwierig. Nee, nee, der Roam war es nicht. Der Roam war es nicht. Aber das ist das Problem gegen Lowy. Die kann halt immer pushen einfach. Leute, der killt die trotzdem. Alter, aber guck mal, wie knapp das ist. Deswegen sage ich, Illaoi ist ein Tank-Killer. Wir haben den W-Max into E-Max. Wenn ihr Jungle spielt, könnt ihr auch E-Maxen, um besser zu ganken. Hier haben wir den W-Max für bessere Trades. Na gut. Was haben wir hier noch so? Ach, er hat sogar die Abriss-Rune. Ja, die Rune hatte ich ja zum Glück gezeigt. Der reißt hier wirklich ab, Alter. Der, wie der Illaoi zerstört, ist schon strong. Das ist schon wirklich strong. Diese Hextech-Gates, ey, die sind immer noch witzig, ja. Und ja, wenn ihr gerne Tanks spielt, solltet ihr Zac Top auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil der fühlt sich so sicher an. Ihr könnt mal reinjumpen und habt ja diese Passive und könnt dann nicht so schnell gekillt werden.
Und die Heilung ist auch. Achso, was ich gar nicht erzählt habe, wenn ihr diese Blobs aufsammelt, kriegt ihr bei manchen Fähigkeiten Cooldown Reduction und ihr heilt euch auch immer ein bisschen. Und diese Blobs passieren, wenn ihr Fähigkeiten einsetzt. Die kann er dann einsammeln, wie ihr sehen könnt, da heilt er sich noch ein bisschen. Genau, und jetzt kommt der Roam, der alles entscheidet. Jetzt kommt da der Roam. Boom, mit dem E direkt genockt, Mann, perfekt. Wow, strong. Das war ein guter Engage, ja. Tja, der Schleim der oberen Linie, Leute. Zack Toppler. Ach, dieses eine neue Item ist auch krass. Das will ich mir nochmal angucken. Unending Despair. Alle 7 Sekunden macht ihr Magic Damage und heilt euch davon. Viele Leute denken, hä, dieses alle 7 Sekunden ist auch voll schlecht. Also auf manchen Tanks ist es mega stark. Gerade in so längeren Teamfights. 7 Sekunden sind schon ziemlich lange in einem Teamfight, ja. Aber trotzdem, viele Tankspieler kaufen es gerne, dieses Unending Despair. Und es kann auf jeden Fall stark sein. Gerade wenn ihr schon so Fähigkeiten habt, die noch Damage machen, je länger der Fight geht und so. Dann geht es richtig ab. Ich hätte allerdings erwartet, dass er öfter roamt. Er ist schon sehr auf der Lane geblieben, aber das ist wahrscheinlich auch gegen eine Laoi. Weil die kann sonst eure Base einfach einnehmen, zerstören. Wenn ihr zu viel roamen tut. Da hat Pömpel Peter seinen krassen Engage. Oh, das war ein schönes E-Q-Kombo. Wahnsinn. Nice Nummer. Strong. Da wieder die Q-Kombo. Mit dem Anklatschen. Zusammenklatschen. Und ihr seht, der Schleim dominiert. Der Schleim dominiert die obere Linie. Alle Top-Laner haben aber so Fluch und Segen, dass es auch sehr von eurem Team abhängig ist, ob ihr gut performt oder nicht. Also wenn ihr nur verlierende Lanes habt, könnt ihr auf Top-Lane selten carryen. Gerade mit dem Tank eigentlich eher nicht. Boah, dieses Unending Despair ist so strong. Der heilt sich die ganze Zeit hoch dadurch. Na, aber Alaoi. Alaoi ihn einfach. Jetzt mit der, hat er Ignite? Er hatte kein Ignite. Mit Ignite hätte er den Engage gewonnen. Die Tentakeln überall. Diese Tentakeln, ey. Das Autotech-Geräusch ist ja witzig. Der puncht die so richtig weg einfach. Okay, in seinem Recall verwandelt er sich in so eine Art bösen Geist. Okay, wild. Top Steve. Ja, und sowas wie Split-Pushen macht ihr eher selten. Ihr wollt schon mehr mit eurem Team rumlaufen und halt Fights forcen. Was gleich wieder passiert. Wenn ihr ein paar tolle Top-Lane-Wins Season 14 holen wollt, probiert mal Zac Top-Lane aus. Ist definitiv stärker, als wie ihr denken würdet. Gold Shutdown, Alter. Außerdem hat er noch diese Abyssal Maske gekauft, die gibt hier so ein bisschen defensive Stats. Reduziert aber auch die Magic Defense des Gegners in der Nähe, was sehr, sehr stark ist tatsächlich. Kassadin Pink Baron? Ich weiß nicht wirklich wieso. Aber auf der Top-Lane wollt ihr halt öfter so Engage-Tanks spielen. Für die meisten Team-Coms ist es optimal, so Engage-Tank-Top-Lane zu haben.
Und ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt ja Malphite Toplane, den guten alten Stein. Da ist ja die Ulti sehr beliebt. 6E ist basically genau dasselbe wie eine Malphite Ulti. Es ist ein bisschen langsamer, aber es ist im Prinzip dasselbe wie eine Malphite Ulti, weil dafür ist die Range höher. Malphites Ulti geht schneller, aber mit dem E 5 Punkte drin habt ihr eine riesige Range mit den Jumps. Da hat er nach einem Ward zum Zusammenklatschen gesucht, hat aber keinen gefunden. Sprich, wenn ihr Malphite-Enjoyer seid auf der oberen Linie, auf der Top-Lane in League of Legends Season 14, dann solltet ihr auch mal Zac ausprobieren. Ist in etwa dasselbe, nur besser. So, wer hat Baron? Vi hat ihn geklaut, nice. Der recallt aber oft, der ist bestimmt schon 20 mal gerecallt, ey. Das nimmt ja kein Ende mit seinem Recall. Ping, ping, ping. So. Da steht er sogar hinter der Wand für den perfekten Secret Engage. Und Face checken könnt ihr mit Zac sehr gut, weil wenn irgendeiner da im Busch ist, ihr könnt aber rausjumpen, rauslaufen, raus alles. Ja, interessanter Engage. Guck mal, der hat eben drei Leute alleine beschäftigt. Das ist Zac. TP doch auf den Blob! Die hatten kein TP. Die haben ziemlich viel AP-Damage. Und jetzt versuchen die zu finishen. Wow. Aber Janna, die mutige Janna, rettet die Situation alleine. Hä, wieso finishen die dann nicht? Wieso finishen die dann nicht? Hä, finish doch einfach. Die Leute, der Nexus hatte einen Lebenspunkt noch. Ja, klar. Mal gucken, wer von denen irgendwie Backdoor-Moves macht. Wer springt er so rüber? Kann ja sein. Kann ja durchaus sein. Gucken wir mal. Oh, Eve, was war das denn für ein Inting Move? Mm. Ja, Leute, Zac Toplane. Durchaus ein Versuch wert. Ich hoffe, ihr habt Toplane Spaß, Season 14. Alles Gute. Ciao.